goldene Karte stammt von einem alten Wandersmann, der sagt, auf der Karte stünde zwar nicht alles drauf und auch die Wetterzonen haben sich verschoben und das Gebiet verändert, aber im Groben könne man sich noch daran orientieren. Er sei überall einmal unterwegs gewesen und habe geeignete Unterschlüpfe mit Fackeln an den Gebäudekanten markiert. Hallo? Ist da jemand? Kann ich irgendjemand hören? Etwas Seltsames geht vor. Die Grippekranken verhalten sich merkwürdig und immer wieder verschwinden Menschen. Da ist jemand. Ich muss Schluss machen. Durch Überfälle, Defekte und Stromausfälle soll es auch bei den lokalen Radio- und Fernsehsendern zu großen Problemen gekommen sein, die einen regelmäßigen Sendebetrieb verhinderten. Das größte Problem sei der Diebstahl von Ausrüstung und Kabel. Dies sagen zumindest die Aussagen eines augenscheinlich maximal semi-professionell produzierten Flugblattes, welches über den Bezirk verteilt zu finden ist. Entschuldigt bitte, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Leider gab es in meiner Gegend in letzter Zeit viele Stromausfälle und das Funkgerät machte auch nicht immer, was es sollte. Was mich da letztens so erschreckt hat, das waren ein paar Schlafschofer. Einer davon hatte auch draußen das Antennenkabel rausgezogen. Naja, mein Bruder meint, es ist alles halb so schlimm. Schlafschlurfer sind krank und tagsüber die meiste Zeit im Bett. Viele wohl auch kurz Fieber haben, kommen sie in der Nacht heraus, um sich abzuholen. Benebelt schlurfen sie dann. Einer unserer Nachbarn ist Arzt und der empfiehlt schon vorsorglich im Freien zu schlafen, auch wenn man nicht krank ist, um durch die vorsorgliche Abkühlung ein bisschen der Krankheit oder auch dem weiteren Verlauf der Krankheit auch vorzubeugen. Vielleicht ist das ja auch für euch ein guter Tipp. Er meint auch, dass die Übertragungswege zwar noch nicht bekannt sind, aber dass zumindest mal die richtigen Abkühlungen dafür sorgen, dass, dass das eine Besserung in Sicht ist oder die Krankheit nicht so schnell fortschreitet wie bei anderen. Vielmehr können ja aber zu mir jetzigen Zeit und auch nichts sagen. Gut, dieser Arzt ist 84 Jahre alt und hat in seinem Leben wahrscheinlich mehr Rindviecher als Menschen behandelt, obwohl einige seiner menschlichen Patienten wohl auch eher Rindviecher waren. Aber woraus es ankommt, ist, ich glaube, was er sagt, wird schon stimmen. Er meint auch, dass sich wegen der zunehmenden Anzahl der Erkrankten sicherlich bald die Gesundheitsbehörden etwas einfallen lassen werden. Bis dahin sollten wir einfach ein bisschen Abstand halten, aber ansonsten weiterhin unserem Tagwerk nachgehen. Wie ist die Situation bei euch? Denkt mich überhaupt jemand? Irgendwie beruhigt mich meine Zeit etwas. Die Gesamtsituation ist aber schon etwas seltsam. Over and out. Hier ist JDNN mit einer Sondermeldung zur Situation in Neveskane und Umgebung. Zunächst möchte ich mich für die sehr sporadischen Übertragungen und die Qualität der Übertragung entschuldigen. Wir haben Mühe, den Sendebetrieb aufrechtzuerhalten und sparen Strom, wo wir können. Damit diese Sendung stabil möglich ist, mussten wir auf Generatoren zurückgreifen und momentan mangelt es an Nachschub von Diesel und Benzin, ganz zu schweigen von der Instabilität der Überland-Stromversorgung derzeit. Da verwenden wir momentan keine Kameras und sogar die Klimaanlagen sind abgeschaltet und Sie können glauben, es ist wirklich schwierig bei 40 Grad Innentemperatur im Nadelstreifenanzug unter voller Beleuchtung vor der Kamera eine Sendung zu bringen. Sicherlich haben viele von Ihnen schon von einer neuen Erkrankung gehört, die ein hohes Maß an Lethargie bei den Betroffenen auslöst. Die Gesundheitsbehörden konnten im Rahmen ihrer Untersuchung ein bisher unbekanntes Virus feststellen, welches sich bevorzugt im Gehirn der Betroffenen einnisten soll. Scheinbar hat der Virus bisher keine weiteren Auswirkungen, allerdings soll sich die überwiegende Zahl der Betroffenen so schlecht fühlen, dass sie keinem geregelten Tagesablauf mehr nachgehen können. Fiebersenkende Mittel sollen zeitweise Linderung verschaffen.
Man testet derzeit mit Hochdruck, welche Medikamente den Erkrankten helfen könnten. Eindeutige Todesfälle im Zusammenhang mit diesem neuen Virus seien allerdings noch nicht bekannt. Alle Einwohner werden aufgerufen, zu Hause zu bleiben und den Kontakt zu anderen Menschen nach Möglichkeit zu vermeiden. Über den Katastrophenschutz würden derzeit Vorkehrungen getroffen, die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Man werde zu Land, zu Wasser und wenn nötig über den Luftweg die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser sicherstellen, da immer mehr Versorgungsketten durch die steigende Zahl der Erkrankten beeinträchtigt seien. Die Regierung versichert, dass genügend Material, Ausrüstung und Personal zur Verfügung stünden, um die Grundbedürfnisse der Einwohner auch sicherzustellen. Ein Grund zur Sorge bestehe daher nicht. Man habe die Gesamtlage im Griff. Dennoch sollen Privathaushalte Wasser, Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs und Treibstoff sparen, wo es möglich ist. Hamsterkäufe dagegen seien jedoch nicht erforderlich. Das war GDNN mit einer Sondermeldung zur Situation in Navesgain und Umgebung. Und so folgten die Einwohner nicht nur Informationen aus dieser Fernsehsendung, sondern vertrauten auch auf die Karte des Wandersmannes und zogen sich in die dementsprechenden Orte zurück und harrten der Dinge, die da kommen mögen. Hier ist JDNN mit einer Sondermeldung zur Situation in Navesgain und Umgebung. Die zunächst als vergleichsweise harmlos eingestufte Virusvariante hat sich zu einer waschechten Seuche ausgeweitet, die nicht mehr nur uns betrifft, sondern mittlerweile auch große Teile der Welt. Die Krankheit führt zu einem hohen Maß an Aggressivität und Gewalttätigkeiten und vielerorts ist das blanke Chaos ausgebrochen. Das Virus sei hoch ansteckend und werde hauptsächlich durch Körperflüssigkeiten übertragen. Andere Experten sehen einen Zusammenhang in der Zuwanderung der sächsischen Gehirnschnecke in der Verantwortung, aber das sei hier nur am Rande erwähnt. Fakt ist, die Infizierten oder auch die Schlafschlurfer, wie sie vielerorts genannt werden, geraten nach kurzer Zeit außer Kontrolle und können nach heutigem Stand der Wissenschaft nur durch eine beherzte Bearbeitung der Synapsen aufgehalten werden. Oder in kurz, das Gehirn muss zerstört werden. Von offizieller Seite wird die Verwendung spitzer Gegenstände oder Projektilwaffen empfohlen. Eine ab sofort in Kraft tretende Quarantäne, nicht nur rund um Navesgain und nicht nur in unserem Land, sondern vielerorts auf der ganzen Welt, soll dafür sorgen, dass die Infizierten draußen bleiben und die Nicht-Infizierten geschützt drinnen. Wobei bei der laufend exponentiell steigenden Zahl der Infizierten die Frage ist, was ist draußen, was ist drinnen und ob und wie lange diese Maßnahmen aufrechterhalten werden können. Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Rande ihrer Belastungsgrenze, tun aber, was sie können, um die Situation in den Griff zu bekommen. Der Notruf ist dennoch vielerorts nicht erreichbar. Solange die Rettungskräfte ihr Bestes geben, müssen auch sie ihr Bestes geben. Halten Sie zusammen, schützen Sie sich gegenseitig und harren Sie aus, aber geben Sie dabei auch auf sich Acht. Hilfe soll bald unterwegs sein. Eine, wenn auch vielleicht etwas vage Möglichkeit, ihren Schutz zu verbessern, ergibt sich auf Grundlage von Augenzeugenberichten, die aussagen, dass sich kleinere und größere Gruppen auf den Weg nach Perishton gemacht haben, um sich dort in einem Kaufhaus zu verschanzen, wegen der guten Versorgungslage und um die Krise dort auszusitzen. Vielleicht ist dies eine Alternative für Sie, vor allen Dingen, wenn Sie alleine unterwegs sind oder alleine ausharren müssen und oder vielleicht nur knappe Vorräte besitzen. Gerade das Thema Vorräte kann in Zukunft sehr wichtig werden, vor allen Dingen, da die versprochenen Hilfslieferungen zwar eintreffen,
aber in der Regel nur sporadisch und an weit auseinanderliegenden Orten. Halten Sie auch Ausschau nach Luftversorgungsflugzeugen, die immer mal wieder Güter abwerfen über den Krisengebieten. Das war GDNN mit einer Sondermeldung zur Situation in Navesgain und Umgebung. Ich sehe da hinten jemand. Wer ist das? Ich. Guten Abend. Wer sind Sie? Sind Sie ein Freund oder ein Feind? Ich bin der Bitte Jason. nicht schießen. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin die Sunshine. Ah, hallo Sunshine. Hast du gerade auch die Nachrichten gehört? Ja, habe ich. Was ist denn da los? Sagen Sie mal, was ist denn da los? Aber wir können uns ruhig duzen. Ja. Pass mal auf, also keine Ahnung, ne? Also erst haben sie gesagt, Einen oder wunderschönen kommt guten noch Abend. einer. Hallo, wer bist du? Guten Abend. Ich bin der Graf. Hallo, Herr Graf. Wie Ich geht's Ihnen? bin der Kaiser. Gut. Nein, ich bin Jason. Der hampelt da so verdächtig rum. Immer mal das Fadenkreuz. Oh, da kommt noch eine dunkle Gestalt. Hallo? Wer sind Guten Sie? Abend, Mr. JJ. Mr. JJ, Hi, okay. Mr. JJ. Der schaut mir noch am unverdächtigsten aus. Er hat zwar Habt ihr eine. auch die merksamen Leute hier gesehen und diese Ansprache eben? Nee, ich habe Ja. mir gerade nur im Fernsehen diese Ansprache angehört. Ja. Ich bin mir nicht ganz Du hast sicher. Strom? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Erst sollen wir nur Abstand halten. Dann hatte ich hier die Karte und ihr habt die ja offensichtlich auch bekommen. Stimmt. Also ich habe mich dann hierhin geflüchtet und jetzt heißt es plötzlich, wir sollen nach Perishton. Meint ihr denn, wir sollen das machen oder soll man nicht lieber hier bleiben? Hier ist doch nichts los, hier ist doch alles in Ordnung. Ja, gute Frage. Ich habe schon zwei merksame Gestalten abgeschossen oder so. Ich habe noch keinen gesehen, außer euch. Der Graf ist mir sehr verdächtig übrigens. Mir ist jeder verdächtig, der hier barfuß durch die Apokalypse läuft. Ja. Was ist denn da passiert? Schuhe verloren, Herr Graf. Ich muss mal schauen. Ja, vielleicht finden wir ja unterwegs Sachen. So. Oh, mit Ja, Sicherheit. Also wir haben hier noch hier die diversen Versorgungskisten. Tatsächlich, ich habe meine Schuhe verloren. Die wurden mir geklaut. Mir scheint es noch Strom zu geben. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Haus ein Telefon klingeln gehört. Ja, das ist wahr. Jetzt wird der Anrufbeantworter dran sein. Ob es hier Schuhe gibt in der Kleiderkammer oder so. Oh, Ja. das solltest du aber nicht, obwohl das ist ein komischer Kerl, den lassen wir alleine gehen. Vielleicht kommt er nicht wieder. Was heißt das hier? Nein, aber je mehr wir sind, ist vielleicht dann doch Wir lernen uns ja gerade erst kennen. Akumu, hallo. War is coming, you are the last survivors for humanity. Genau. Aha. So stehen hier so Frage viele nicht mit. Einkaufswagen rum. Wieso sind die Leute denn geflüchtet? Ja, das ist eine gute Frage. Hier ist überhaupt nicht mehr niemand mehr außer uns, gell? Wo sind denn alle hin? Wirklich niemand mehr. Ja, vielleicht stimmt tatsächlich, was in den Nachrichten gesagt wurde, Ja. dass sie alle da nach, wie ist der Ort nochmal? Perishton. Ja. Mal, ich Ja, werfe guck mal. gerade werf nochmal einen Blick auf die Karte. So, oh, wenn wir da hin wollen, das scheint aber ein ganzes Stück entfernt zu sein, wenn ich das richtig sehe auf der Karte Richtung Westen. Scheiße, wir können den Reisebus nicht nehmen, sonst hätten wir alle in den Bus steigen können. Wieso kriegst du denn nicht mehr in Gang? Nee, du kannst da nur was reinstellen. Aber. Na, so ein bist aber auch. Dann müssen wir wohl zu Fuß gehen. Ja. Ja, ich fürchte auch. Sollen wir denn? Oder soll ich mal schauen, ob wir irgendwo hier Fahrräder finden im Hospital? Im Hospital? Ja, die haben doch alles. Da findest du höchstens hier hier fürs Belastungs-EKG. Aber da sind keine Reifen dran. Das ist für mich definitiv ein Warnsignal. Guck mal, das ist dieser komische Jason. Ich gehe noch mal ganz kurz in meine Küche. Bin Nur ein sofort leeres Glas drin. Darf ich mir mal angucken, wie du dich da eingerichtet hast? Ja, natürlich, komm.
Also das Haus ist natürlich sehr leer, damit niemand was mobst. Ne? Mhm. Aber ein einziger Raum ist noch bewohnbar. Ne? Mein kleines Heiligtum sozusagen. Hier. Bitteschön. Genau meine Farbe. Ja. Ne? Ich wollte eigentlich das ganze Haus so streichen lassen, aber hab's mir dann doch anders überlegt. Weißt, es wäre zu aufwendig. Weißt du, was wir jetzt machen? Mach die Tür zu. Da können die anderen nach Perishton gehen, wir bleiben hier. Oder so. Ne, ist doch hier doch immer. Mach's gut, oder? Viel Spaß, tschüss. Leute, diese Sunshine, die ist mir auch suspekt. Die hat hier einen Zeitungsartikel auf dem Tisch zerrissen. Nein, das war ich nicht. Ich bin hier seit Tagen in diesem kleinen Raum hier oben. Hallo Peter. Hab mir hier ein paar Essensvorräte hergeschafft und mein provisorisches Bett und ja. Die hat sogar Gitter. Die hat sogar Gitter vor den Fenstern. Die war scheinbar mal früher in der Armee und hat gar nichts gesagt. Sie hat hier irgendwie Sergeant-Streifen oder Obergefreiten-Streifen auf dem Arm. Schau mal hier, Mr. JJ, das ist eine Atombombe. Nee, das ist, da wollte ich Toilettenpapier herstellen. Oh ja, sehe ich auch gerade. Naja, die Sachen habe ich. Ich habe mich auch heimlich jedoch irgendwie im Keller eingemietet. Aha. Ohne dass sie was mitkriegt. Das ja, waren die nächtlichen. Sehen. Es ist genug für alle da. Und wenn es nur Toilettenpapier ist. Ach, Herr Jemini. Nee, und die anderen Räume sind alle leer. Ne? Die wurden wahrscheinlich ausgeplündert, während ich mich da verbarrikadiert habe. Keine Ahnung. Genau, ja. Wir haben Dawn of the Walking Dead. Oder? Was stand in den Nachrichten? Ja. In den Kopf. Ach, Herr Jemini. Oi, oi, oi. Ich beobachte das lieber von hier draußen. Ja. Oh, hier es ist alles sehr verlassen. Hier stehen Fässer voll rum. Fässer voll rum. Sollen wir uns die mitnehmen für später? Ach, ist schwer zu tragen. Wir wissen ja noch nicht, wo wir hinlaufen. Na, hier hat sich jemand oben einquartiert. Aha. Im Rum. Im Rumfass? Nein, hier oben in der Scheune. Hm. Also wenn ich das auf der Karte richtig lese... Wobei ich sagen muss, das ist alles sehr verschwommen. Ich habe meine Brille auch gerade nicht zur Hand. Und kann auch, muss ich zugeben, überhaupt gar nicht lesen. Aber es sieht so aus, als hätten wir zwei Möglichkeiten, wie wir gehen können. Durch eine kältere Region nach Perishton oder durchs Grüne. Grüne. Dann würde ich lieber das Grüne nehmen, weil so warm bin ich nicht angezogen. Okay, ich würde schätzen, das sind so ungefähr... 10 Kilometer Umweg, aber das machen wir. Was sind 10 Kilometer Umweg? Besser durch kalte, dann geht's schneller. Gehe ich in die richtige Richtung? Warte mal. Also, warte mal, hier nach Westen weiter. Da können wir entweder dem Weg geradeaus folgen, da geht's ins kalte. Mhm. Oder nach Süden ein Stück runterdrehen, dann bleiben wir im Grünen. Mhm. Hat jemand was in den Weg gebaut? Also wir müssen jetzt entweder links abbiegen oder da durch. Geradeaus durch geht's durchs Kalte. Oder links abbiegen durchs Grüne. Erstmal hier drumherum laufen. Ja, aber es ist halt runter vom Gebäude ist durchs Grüne oder geradeaus durch ist durchs Kalte. Durchs Kalte sieht ein bisschen kürzer aus nach Perishton. Dann gehen wir durch Kalte. Wir haben ja, ich hab Feuer. Okay. Dann irgendwie da durch. Wie, hier durch? Was auch immer das sein soll. Einfach geradeaus durch. Aber wenn hier irgendwas ist, was uns erschießt? Na, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Gibt keinen Ausgang. Ist alles zu. Wir sind gefangen. Nein, hier können wir rum. Ach. Muss irgendwo ein Weg sein. Ah, nein, hier sind wir richtig. Hier lang ist irgendwo ein Weg. Okay. So, und den müssen wir, also, wenn ihr mir traut, dass ich das richtig lese, wie gesagt, keine Brille. Meine Herren, hier links, rechts habe ich mal geguckt. War so als Info. Und dann habe ich gedacht, ah ja, ziehe ich lieber in die Stadt, ne, da bin ich nicht so allein und ja, war auch nicht. Viel bessere Idee. Hast du gar keine Fenster drin? Ist ja alles zugenagelt. Ja. Wie? Was soll man machen? Wie? Alles weg? Zu?
gefährliche Gegend. Es wird auch bald Nacht. So, was macht der Totti? Schlägt sich durchs Feld. Er schlägt sich wo? Irgendwo durchs Feld. Hey, Mr. JJ, hier rum. Ja, ich guck mich hier nur um. Ach so. Passen Sie aber auf. Passen Sie aber auf. Aber lieber lauf. Da ist mir doch gleich Nacht. Außerdem versuche ich hier ein paar Zeichen zu geben, dass Sie vielleicht runterkommen. Die sind doch blind, die Piloten. Ich dachte, dass wir den Weg zurückfinden. Ja, mit den Piloten. Also, die fliegen ja hier wie verrückt. Was machen die nur? Das ist eine gute Frage. Aber wirklich ganz viele. Willkommen zurück auf YouTube, Peter. Schade eigentlich. Weil auf YouTube kannst du die Sendung leider nicht beeinflussen. Ja. Aber zuschauen. Ja. Schauen geht. Egal. Immer noch geradeaus, gell? Ja. Ich würde sagen, immer dem gelben Steinweg lang. Aha. Da ist zumindest das Dorf, was auf der Karte eingezeichnet war. Okay. Ein Werwolf? Ja, vielleicht kommt das ja noch, Peter. Ein Werwolf? Oh. Es gibt zumindest einen Schattenwolf. Wen hast du denn da? Keinen mehr. Da war einer. Ist doch nichts. Doch. Da war einer. Aber hier sieht es auch nicht besser aus als bei uns zu Hause. Nee, hier sieht es auch nicht wirklich gut aus. Auf alles verlassen. Ja. Alles verlassen. Stellen wir einen Weihnachtsbaum auf. So weihnachtlich hier. Ah. Da hinten scheint noch Strom zu sein. Da ist ein Open Sign, das leuchtet. Aha. Wollen wir da reingehen? Doggos? Sind da Hunde? Wenigstens konnten wir sie erlösen. Oh, roter Tee. Tee. Was haben wir hier noch? Kaffee. Ah, ich habe alle Teesorten und Kaffee. Sehr gut. Kaffee ist immer gut. Können wir jetzt mal eine Teeparty machen, wa? Mhm. Boah. Hör da noch was? Ich höre noch irgendwo was. Ich habe auch gerade was. Das macht mir doch ein bisschen Sorgen. Sollten vielleicht weiterlaufen. Was sich hier alles versteckt? Muss man den Weg raus wiederfinden. Wie im Irrgarten hier. Ich will hier raus. Es geht noch eine Etage weiter, noch höher, genau. Da scheint sich jemand barrikadiert zu haben. Ja. Okay. Oh. Irgendwo bricht irgendjemand durch. Ja. Das habe ich auch gerade gehört. Also ich fürchte, das ist deutlich schlimmer, als in der Sendung gesagt wurde. Ja, auf jeden Fall. Er leuchtet so grün. Wir sollten niemandem mehr trauen. Da sitzt ein Vogel. Da saß ein Vogel. Hoffentlich gibt es dieses Kaufhaus und hoffentlich ist die Heizung gar an. Ja, hoffentlich. Und dann irgendwann doch ein bisschen kalt. Wir können springen! Nee. Gummibär! Und ein Holzfäller. Also das sind ganz merkwürdige Gestalten hier unterwegs. Also ehrlich. Wenn man mal vom Weg abkommt, dann aber. Ah, ja. Wieso? Wir sind doch auf dem Weg. Würde ich auch sagen. Nein. Oder sind wir auf dem Fall? Oh, jetzt dürfen wir nicht mehr rennen. Hier steht Slow. Slow, okay. Okay. Noch 6 Sekunden, nochmal hochspringen. Yay! Yeah.
Yay! Yeah. Yay! Yeah, und vorbei. Oh. Jetzt bin ich slow. Ja. Ah. Jason. Was ist los? Links, rechts, hinter oh, dir. Oh, ein Bär. Ja, auf Bär. Auf den Berg. Ein. War mal kurz mal in seinem Rucksack drinne. Ja, das sollte man nicht tun. Aber es wird bald schon wieder Nacht. Er kommt wieder so ein Eisfreund. Jemand zu Hause? Ja, jemand zu Hause. Wir gehen wieder, wir wollten sie nicht belästigen. Oh, ich mach gerade mal die Tür auf. Nein, Entschuldigung. Und jetzt? Na gut, okay, dann lasse ich sie halt raus. Kommen sie raus. So. Tschüss. Tür wieder zu. Oh, und hier steht extra ein Schild draußen. Kontaminiert, keep out. Naja, man. Dann sollten wir uns doch lieber was anderes suchen, oder? Ja, ich glaube, so ein kontaminiertes. Na gut, wir können mal gucken. Ich meine. Aber ein kontaminiertes. Ich hab den Schrank schon ausgemacht, aus Versehen. Ein kontaminiertes Haus zum Übernachten. Hm. Naja, das ist nicht ganz so. Oh, hier die stehen Essensvorräte. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, gell? Essen und Trinken ist immer gut. Ja. Obwohl ich ja gleich glaube, da werden wir ja gleich ohne Ende Vorräte haben im Kaufhaus. Ja, das kann natürlich sein. Da können wir uns komplett zurücklehnen. Aber es ist halt die Frage, wollen wir hier bleiben? Wir sind ja immer noch im Schnee oder wollen wir noch ein bisschen weiterlaufen? Oh, hier ist so schön gemütlich am Kamin, guckt mal. Können wir auch machen. Wir können. Aber das ist ja auch. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Gedanke. Ja. Sehen Sie mal hier, Mr. Jason. Ich habe was gefunden für Sie. Können Sie als Ersatzpaar nutzen? Ich bin doch schon komplett. Ach, die Abendschuhe, nee. Kannst du gleich anziehen, wenn wir am Ziel sind? Nee. Und dann Step-Tanz vorführen? Ich glaube, Sunshine würden die auch stehen. Die rosa Show? Mhm. Ex-Rosanes. Ist es da, wo ich bin? Ich habe mich im Wandschrank versteckt. Ich habe Angst. Auch gut, ey. Das ist immer gut. Komm, dann nehme ich sie mal auf, bevor sie weg sind. Meine Güte, ist das laut. Ja. So richtig was los hier. Keine Menschen da. Also ich glaube, ja. In dem Szenario sind gerade mehr Menschen in der Luft als auf dem Boden. Ja, ja, auch mal... ja hat man das Gefühl, gell? Ja. Unfassbar. Hier ist du. Ja, das ist gut. Die ist mit der Kettensäge unterwegs. Ja, ich hab auch bitte. Können wir noch so machen? Wieso? Möchte er ein Holz bauen? Nee, für Madame Sunshine, die wollte doch Holz haben. Ja, ich hab mir schon gerade welche geholt. Ich hätte gern einen Zahnstocher. Kannst du mir ein paar Essen übrig lassen? Weiß ich nicht. Aber hier ist so ein schöner Kamin und ich glaube, wir können uns ein Feuerchen bauen. Oder? Kann ich ein Lagerfeuer bauen? Und dann singen wir das Lagerfeuerlied, ne? Ja. Und das geht so. Willst du das hier hinstellen? Warte mal hier, so, zack, bitte. Da kannst du das Lagerfeuer hinstellen. Ja. Schade, wirklich, ich finde das sehr schade, dass man sich in dem Spiel nicht setzen kann. Das finde ich auch mega schade. Ja, ich habe noch ein bisschen Holz. Das sind so Kleinigkeiten. Immobilienmaklerin war ich, aber leider nicht sehr erfolgreich, ne? Man sieht das ja, die Häuser sind alle ziemlich runtergekommen und ja, die Kunden sind ausgeblieben, was will man machen, ne? Tja, da kann man höchstens die Infizierten durchsuchen, ob sie Geld bei sich haben. Und einen reichen Ehemann habe ich auch nicht gefunden, ja, muss ich mich alleine durchschlagen. Wo ist das? Dann lässt du dich vielleicht mit einem Penner-Eintopf locken. Geld habe ich leider auch nicht zu bieten. Penner-Eintopf? Sehen Sie mal hier, ich hab so gut verdient hier. Ich schmeiß eine Runde. 58 altes Geld, ja gut, das nützt uns ja jetzt aber auch nicht mehr, wenn keiner da ist, ne? Und keine Geschäfte mehr offen, dass man einkaufen kann. Und das Geld ausgeben das kann, genau. So, 23 Uhr. Ich leg mich mal auf meinen Stuhl und penne eine Runde. Okay. Penne-Eintopf gegessen. Das ist eine sehr, sehr gute. Totti ist so ein Nachtsichtgerät unterwegs, okay. So dunkel ist doch gar nicht.
Ja, ich habe keinen Plan, was da stand. Da ist ein Schild am Ende des Weges. Ich sehe auch was, das ist ein Gebäude. Ah, oder? Wir sind richtig gelaufen. Da steht, da steht, da steht Perishton. Oh, jetzt sind, wir, jetzt sind wir gerettet. Gerettet. Ich sehe ein Dinner. Ein Diner. Ein Dinner for two. Ja, for four. Ob es da frischen Kaffee gibt? Ja, bitte. Kaffee. Hier, da. Perfekt. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo ist Perschen, denn? Ja, gut, die Nachrichten haben gesagt. Es gäbe hier ein Kaufhaus. Mehr haben die Nachrichten ja leider nicht gesagt. Es gibt ein Pub. Interessant ist das Schild da oben. 1900 Zomplav, also 1900 anrufen für Zombie-Liebe. Ach nö. Da oben das Schild, ganz oben drauf. Ja. Klingt nicht sehr verlockend, sage ich jetzt mal. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht, gell? Wie gibt's hier keinen Kaffee? Was gibt es? Kein Kaffee? Unverschämtheit. Also da hinten ist zumindest ein Warenhauslager. Wo? Hey, wollen wir mal schauen. Ist das schon mal aufgefallen, was hier alles für Schilder hängen? Da war ja hier das 1100 900 Zombie-Liebe. Hier hinten ist hier so ein Tanzclub. Der heißt Dance Till You Die Studio. Tanz bis du stirbst Studio. Ja, auch nicht. Wo ist der? Aber scheint doch hier, ne? Ist auf jeden Fall eine lustige Gegend. Links rot. Also. Ja, wir müssen durch den Metalldetektor. Aha. Und überall Vermisste. Sogar ein Hund. Ein Hund? Lucky. Good boy. Hast du nicht schlecht gemacht. Wer fehlt denn noch hier? Robert Jones, William Dillinger, John Smith, Ian Hammond, Thomas Sayers. Und es werden noch, ach so, tot oder lebendig. Also Vermisste sind dabei und Gesuchte. Also sind da offensichtlich auch Verbrecher hier unterwegs. Verbrecher und Terroristen mit großen Brillen und langen Bärten. Mal gerade meinen Stängel hier noch vernichten. Kann man ja mal gucken, was hier los ist im Rathaus. Da wollen wir mal gucken, wo der Totti unterwegs ist. Ah ja. Wir haben einen Teppichladen, wir haben ein Lager, wir haben das Tanzstudio, wir haben die Kirche, wir haben das Rathaus. Irgendwo sollten wir uns einrichten. Ja. Dann vielleicht auch ein bisschen gucken, dass wir uns da schützen. Ein Supermarkt? Nein. Lieber draußen bleiben, da sind ganz viele. Böse Buben. Ja, da hinten drin. Ja. Da kommst du irgendwo raus und dann an der Seite lang, da gibt es irgendwelche Luftschächte aus und da kommst du noch höher. Ah, okay. Noch ein Stück weiter. Okay. Wo hier oben könnte ich mir schon vorstellen, ist verteidigungstauglich meinst, zu machen. Da ist man erstmal safe, gell? Ja, ich glaube auch. Man hat auch einen guten Überblick. Man hat einen guten Überblick, man kann aufs Dach rauslaufen. Und man könnte sogar zum nächsten Dach noch runterbauen und sogar aufs nächste Gebäude, wenn man da Bock drauf hätte. Schacht. Ein Luftschacht. Warte mal, du bist blau, du bist gerade drunter weggelaufen. Du bist weiter unten. Ja, ich weiß, aber hier, ich bin unterm Dach. Aber ich weiß nicht, wie ich da. Irgendwie kommst du da. Da bist du richtig. Da irgendwo. Ich sehe ja nur das blaue. Ich bin im Treppenraum. Aber hier geht's nicht mehr weiter. Doch, warte mal. Ich kann übers Dach. Du kommst irgendwo kommst du raus. Und dann übers Dach? Genau, übers Dach. Genau, da unten läuft eine Wandering Horde, genau hier. Ja. Okay. Genau, und hier ist der Luftschacht. Ja. Wo
Und ja, hier da, hier mal, hier meinte ich. Ja, aber da braucht man trotzdem ein bisschen Schutz. Ja klar, ich hab Holz dabei, ich habe Beton dabei. Ich habe eine. Ja, hier ist ein Haufen Kram. Ich habe eine Nagelpistole dabei, genau, hier ist ein Haufen Kram. Noch so eine Metallkiste, versiegelte Kisten. Ja, ich hab ein bisschen Holz habe ich auch dabei. Ja, ist so die Frage, ne? Mal gucken, was die anderen sagen. Wir können natürlich auch jeden anderen Ort nehmen. Aber wo ist denn der Totti? 16,3 Meter entfernt. Ich schalte mal auf die Totti-Cam. Ist er denn schon bei uns in der Nähe? Irgendwo im Gebäude. Haben wir. Hier kann ich nicht. Da fehlt mir ein Bett. Hier gibt's Bett. Ja. Gar nicht so. Was meinst du, Totti? Anderes Gebäude oder hier? Wie gesagt, wir sind ganz oben. Ich würde vermuten. Stand gerade wieder was oben im Fenster. Oben rechts. Bei unserem Namen stand gerade wieder was. Aber das hüpft so schnell wieder weg, dass ich das nicht sehe. Ja, ich würde auch einfach hier. Okay, wir müssen nicht, halt gucken, ne? Also wenn ihr. Ja gut, rauf können wir da eh nicht, ne? Wenn hier unten jetzt jemand was reinreißt, dann, ja stimmt, der Raum ist noch da, wenn wir hier die Mauern wegmachen, dann fällt das von oben runter, das ist richtig. Obwohl, das dauert ziemlich lange, bis da was runterkommt. Also ich glaube, da, wenn am Ende noch zwei Balken stehen, dann fällt das nicht runter. Aber beschwören kann ich es jetzt auch nicht. Ja, was denkt ihr? Haben wir Bauexperten dabei? Also ich glaube, wenn wir die Stahlträger stehen lassen... Warte mal, wir haben an zwei Seiten Stahl... Wir haben an drei Seiten Stahlträger. Die müssten eigentlich das Dach halten. Und die reichen. Würde ich vermuten. Wenn nicht, werden wir es erleben. Okay. Also ich würde es jetzt mal vermuten. Ich stelle erstmal das Feuer hier. Passendes Werkzeug. Mega. Ja. Ich habe soeben das passende Werkzeug dafür gefunden. Ja, ausgezeichnet. Los geht's. Machen wir mal hier ein bisschen Platz. Ich bräuchte nur ein bisschen Benzin. Kein Thema. Okay, wenn du hast, ich habe auch. Okay. Gott, hier ist für alles gerüstet. Hier liegt. Danke. Obwohl, das hört sich an wie ein Geier. Nee, ich glaube eher Spinne. Spinne? Weil die quiekt. Das ist eine Spinne. Nicht, dass sie uns hier schon fertig machen hier, bevor sie überhaupt losgeht. Das muss ja auch nicht alles weg. Ne? Hauptsache, man kann in jede Richtung laufen und gucken. Ja. Okay. Ja, ich glaube, so sieht es gut aus, oder? Ich sehe sie nicht. Die Spinne? Ja. Ist ja auch keine Spinne. Nur nicht runterfallen. Ja, ja. Mein Gott. Das wäre keine gute Idee. Nee, wahrscheinlich nicht. Bis jetzt scheint keine Hilfe in sich zu sein. Es kommen auch keine Flugzeuge mehr, ne? Ja. Erstaunlich, was ist denn da? Das ist kein gutes Zeichen. Das ist wirklich kein. Sind die ausgestorben? Ach, da hinten kommt was, sehe ich noch was Segel. Doch, da kommt doch ganz viel, oder liegen die da einfach? Hier, welche Sachen in der Luft? Naja, überleg mal, wie viele Flugzeuge gekommen sind. Ja, eins nach dem anderen. Ja, ja. Stimmt. So, Treppe. Das ist schlecht gebaut. Das muss man ein bisschen anders machen.
In einen weg. Hoch. Ja, passt schon. Hoch. Okay. Oder? Ja. Reicht. Ja. Nur, dass man nachher nichts bauen muss. Oder? Na, wenn du es noch anders willst, gerne. Wenn du noch irgendwie breiter machen willst. Nee, ich wollte noch. Peter schreibt, gut, dass es nicht das C-Virus ist. Ich hätte mir beim T-Virus hätte ich mir mehr Sorgen gemacht. Das wäre dann die Version von der Umbrella Corporation. Aber das hier ist schon schlimm genug. Und keiner hat mir gesagt, dass der Stream geruckelt hat. Ich hoffe, er hat nicht zu sehr geruckelt. Ich habe gerade beim Video zeigen gesehen, nur 40 FPS. Ist da der Jason gestorben? Ja. Oder? Spawned a zombie. Aber ich höre da gerade was. Kann das sein, dass irgendwie eine Etage drunter irgendwie ein Radio ist? Nee, kein Radio. Hört ihr das? Das hört sich an wie... Ich laufe hier unten drunter. Das hört sich an wie Sirenen in der Entfernung. Oh. Schlafschlurfer sind weit aggressiver als bisher angenommen und haben die Absperrung und andere Abwehrmaßnahmen überwunden. Suchen Sie umgehend Schutz und warten Sie weitere Instruktionen ab. Warten Sie auf Hilfe und begeben Sie sich nicht ins Freie. Nicht genug. Ja. Können wir hier oben nicht ganz dienen, ne? Aber zumindest haben wir hier schon mal für Schutz gesorgt. Ja, das ist wichtig. Oh. Dann heißt es wohl wieder abwarten. Verdammte Apokalypse. Ja. Ich werde schon mal meine Waffen laden, denn man weiß ja nie, was einen erwartet. Ich habe schon mal gedacht, in der Westernstadt ohne zahlende Gäste wäre langweilig. Ich hätte nie gedacht, dass eine Apokalypse so langweilig ist, dass man so oft warten muss. Warten und warten und warten, dass irgendwas warten passiert. Macht irgendwas weh? Manchmal kann das so sein. Die Reden haben aufgehört. Wahrscheinlich kein Strom mehr. Ah, okay. Oh, oh. Leute, Jason hat uns ja eben gefragt, was wir früher gemacht haben. Was hat denn Jason früher gemacht? Trickschießen in der Wildweststadt. Sowas Läppisches. Damit hast du dein Geld verdient? Ja, aber so habe ich es gerade geschafft, auf 150 Meter Entfernung dem Huhn nur die Krallen zu stutzen, ohne es weiter zu verletzen. Naja, nicht ganz. Aber ich habe es auf 150 Meter mit einer Kugel erschossen. Mhm. Immerhin.
Hast du denn auch Weibsvolk gehabt? Schon was zu essen und zu trinken reinziehen. Oh. Betrunken habe ich gegessen. Nee, da werden schon. Da habe ich eine Dose in der Tasche. Nee, habe ich nicht. Aber. Oh. Was sind das für Geräusche? Ich höre was. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ja, auch nicht. Komm, ich hebe. Auf der falschen Seite. Wo? Von wo? Hier drüben. Hier, hier. Wo? Der war gerade, das war ein Polizist, aber ich kann nicht so weit vorgehen, sonst falle ich runter. Hier waren jetzt einige. Da, da. Oh ja, da. Das ist mal ein schönes, was wie ein Dreibein. Lass sie doch einfach durch die Mauer da schlagen. Stimmt, Peter. Oh, oh, da kommt ein Demolisher. Das ruckelt. Ah, da kommen noch mehr. Ja, aber so schnell kriegen die das Gebäude nicht platt. Um Himmels Willen, die sind wirklich... Oh. Das Virus ist so krass geworden, dass die Patienten schon explodieren. Hm. Ist Sotti da unten? Sotti Cam. Sotti im Nahkampf. So, jetzt fragen wir nochmal von oben. Die Sirene ist vorhin, ach so. Die randalieren da hinten am Kindergarten. Die Sirene ist aus Silent Hill gewesen. Ja, dann lass die dich erstmal durch die Mauer schlagen. Ja, richtig. Von gestern schon Angestellten einen mit Korbung unterschossen. Selbst von der Seite durch die Mauer, verstehe ich gar nicht. Aber okay, das hätten wir uns besser gar nicht ausdenken können. Lass uns doch einfach durch die Mauer schlagen, gemütlich. Ganz gemütlich. So. Dann wird die Nacht echt gemütlich, weil es wohnt keine mehr nach. Aber das, ja. Jetzt relativ entspannt. So schlimm ist doch gar nicht, Mensch. Sollte ich auch das hier ein bisschen Nachrichten so sagen. Okay, irgendwo ein Geier, ja? Ja, über dir. Hab ihn erwischt. Ist schon weg. Okay. Irgendwo schlagen sie was kaputt. Das ist ja, unter uns. Stimmen im Wind.
Die schlagen sich hier drinnen irgendwie rum. Ich hab's fast vermutet, dass es irgendwann so kommt. Ah, ich sehe es da unten. Die treffe ich, glaube ich, von hier. Einer? Fest. Nichts entgeht meinem Revolver. Ach, die sind sogar noch eine Etage höher gekommen. Man müsste nur mal die Munition nachladen. Hier ist zur Stelle, da kann nichts mehr schief gehen. Lass uns gerne auch mal zeigen, Totti. Merci. Und Feuerfrank. Nee. Klar. Tag des roten Himmels, ja. Musik hat aufgehört. Ach, dann kommt ein Hund. Der will durch die Wand. Sorry. Wie habe ich das geschafft mit einem Schuss? Tut mir leid. Du kommst da gleich wieder raus, wenigstens. Das war ein Headshot. Aber da hast du gerade so, da unten war der Zombie. Und du hast an der Kante. Ah, nee, kannst du nicht im Video gucken, weil ich auf der Totti-Cam war. Er hat gerade so 1 Millimeter deinen Kopf rausgeguckt. Ganz im Ernst. Und den hast du getroffen. Alles klar. Und den habe ich getroffen. Ja, Wildwest-Trickschütze halt, ne? Wo ist denn mein Rucksack? Hier bei mir und dann über die Holzdinger runter. Also hier an der Ecke, wo ich stehe. Wo war das? Ich jetzt sag, ach ja, hier. Ich jetzt sag da, wo ich den Geier erschossen habe, genau auf der Seite. Und dann davor, genau. Ja, kenne ich, Peter. Und auch Ash vs. Evil Dead und noch ein paar andere Sachen. Ich kenne auch fast alles. Auch die dreckigsten Sachen. Mann, bleib liegen! Zum Essen. Achtung, ich stehe direkt über dir. Ich wandere ja schon. Das war nicht die Ansage. Ich dachte nur, dass du mich nicht aus Versehen von Vogel hältst. Ich werfe große Schatten. So. Scheinen drinnen zu sein und schlagen sich durch. Ah, da können wir uns um 5 drum kümmern, würde ich sagen. Ist ja nicht mehr lang. Dann kommen wenigstens keine neuen mehr. Oder wegen mir auch jetzt, wie ihr wollt. Oh. Ach du, Adler! Wie gesagt. Ich hab ihn gerade nicht gedrückt bekommen, weil ich nachladen musste.
Ist immer ärgerlich, die Nachladerei. Magazine müssten viel größer sein, so 1000 Schuss oder so. Es regnet in das. Okay, das Dach ist ja auch offen. So, jetzt ist es wirklich vorbei. Oh. Hoffentlich haben wir jetzt wirklich alle Infizierten erwischt, die es in der Gegend gibt. Und haben jetzt Ruhe und können bald wieder arbeiten. Hoffentlich. Ach, guck mal eine an, mit Batteriebetrieb. Ich habe hier einen alten Fernseher gefunden. Ja? Ja. Dann einen alten Fernseher gefunden. Da scheint auch irgendwas, irgendwas scheint da auch zu laufen. Haben wir auch die Ohren von Totti und Sunshine? Aha. Und Sunshine? Ja, ja, ja. Okay, ja, dann, dann drehe ich den Fernseher mal was lauter gerade. Ja. So. Es ist völlig unklar, wie es zu der aktuellen Situation kommen konnte. Aber während eines sogenannten Blutmondereignisses, wie ich es einmal bezeichnen möchte, wurde ein Großteil der Einsatz- und Rettungskräfte außer Gefecht gesetzt. Und außer Gefecht gesetzt bedeutet Tod oder wie auch immer man ihren jetzigen Zustand bezeichnen mag. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen dieses Spektakel während der letzten blutrunden Nacht auch miterlebt und mitgemacht haben. Ich hoffe, es sind noch möglichst viele von ihnen am Leben. Ein Arzt will bestätigt haben, dass gewisse Antibiotika im Frühstadium der Erkrankung gegen das Virus helfen sollen, ebenso wie schnelle Amputationen bei häufig vorkommenden Bissen. Ein anderer Arzt meinte, es sei sowieso egal, weil er davon ausgehe, dass die gesamte Menschheit mit dem Virus infiziert sei, nur bei dem einen oder anderen sei es so, dass sich die Erkrankung nicht zeige, es sei denn, die Viruskonzentration würde sich in kurzer Zeit stark erhöhen, wie das zum Beispiel beim Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Infizierten oder eben Bissen der Fall ist. Deswegen gibt er den unbedingten Tipp, wenn man in Gruppen unterwegs ist, dass jeder für sich selber hinter verschlossener Tür schlafen sollte, weil Gerüchten zufolge die Toten wieder auferstehen und dann genauso wild sind wie die Personen, die von vorne bis hinten die komplette Krankheit durchlaufen haben. Allerdings sind dies bisher nicht bestätigte Gerüchte. Von Regierungsseite gab es zwischenzeitlich keine Erklärung und um ganz ehrlich zu sein, gab es meines Wissens auch in der letzten Zeit keine Kontakte mehr mit der Regierung, sodass wir davon ausgehen sollten, dass wir von nun an wohl auf uns selber angewiesen sein werden. Unser Sender läuft auf Notstrom mit den letzten Dieselresten und daher ist dies wahrscheinlich unsere letzte Sendung, oder sollte ich vielmehr sagen, meine letzte Sendung, weil es sind auch noch kaum Kollegen übrig, die mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen könnten und ich selber konnte mich auch nur mit Mühe am Leben erhalten. Was mich hier gehalten hat, ist die Tatsache oder war die Tatsache, dass ich bis vor kurzem immer wieder Menschen bis zum Sender durchgeschlagen haben, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Und ich der Meinung war, es vielmehr als meine Pflicht als Journalist angesehen habe, ihnen diese Informationen auch weiterzugeben. Und ich hoffe, dass diese auch hilfreich fürs Überleben gewesen sind. Und wenn nur eine einzige Person durch diese Nachrichten zusätzlich überlebt hat, dann ist es das aus meiner Sicht auch wert gewesen. Nun ist es aber auch für mich an der Zeit, mich zu einem der Orte durchzuschlagen, an dem noch Leben vermutet wird oder an denen ich zumindest Leben vermute. Und da ich von dem Kaufhaus in Perishton lange nichts mehr gehört habe, werde ich es mit einer anderen Location versuchen. Und zwar soll es im, ja, ungefähr im Nordosten, aber auch nicht so allzu weit weg vom Navisgan-Zentrum, eine Art Sperrgebiet gegeben, wo Leute sich derart zusammengetan haben,
dass sie ein größeres Gelände befestigt haben und sich dort auch um die Versorgung der Menschen mit einer Systematik kümmern, die mich hoffen lässt, dass es die Möglichkeit gibt, dort längere Zeit auch zu überleben. Auch Sie sollten sich auf den Weg machen, wenn Sie es noch nicht getan haben oder noch nicht davon gehört haben. Ich hoffe, dass einige Leute diese letzte Sendung noch hören werden. Mein Name ist Jason Dux und ich wünsche uns allen viel Glück. Mögen wir überleben, solange es geht. Leben Sie wohl. Ja, scheinbar können wir mit keinerlei Hilfe hier und keinerlei Rettung rechnen. Also? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, sonst drehe ich durch. Wo bist du denn? Unterwegs ins Sperrgebiet. Ja, so. Soll ich auf euch warten? Ich warte auf euch. Ortsausgang von Perishton. Zwar der Ostausgang von Perishton. Richtung Osten, okay. Eben schneit's, jetzt regnet's. Hat jemand mal einen Regenschirm für einen? Komm, Mr. JJ, ich lass dir was übrig. Boom! Geil. Bin der verrückte Murdoch. Oh, Bein ab. Wow. Sunshine hier stehen sehe, da fällt mir ein, da habe ich mal einen Bericht gesehen, weiß gar nicht, ob sowas hier in Europa und Umgebung auch gibt, das ist tatsächlich in den USA, gibt es mehrere Magazine, da gibt es ein ganzes Verlagshaus, Mr. JJ. Da gibt es ein ganzes Verlagshaus, das heißt Girls and Guns. Hier im Bücherschrank kannst du bestimmt noch was lesen. Ich habe eine Waffe in der HO. Oh, okay. Zeit für die Medizin. Ich kann nur hoffen, dass der Überlebende jetzt nicht wild um sich ballert, gell? Da müssen wir aufpassen. Auf jeden Fall schon mal die Waffen durchladen und vorsichtig sein. Ja. Keine Munition. Jetzt wollte ich gerade rennen, da hängt da schon wieder. Du hast keine Munition? Was brauchst du denn für welche? Was? Brauchst du Munition? Ja. Brauchst du Munition? Wer? Ja. Was brauchst du denn für welche? Oder? Warte, nochmal. Warte. Ich muss erstmal. 762. Nee, passt schon. Ich hab noch. 762. Ich schau egal, wo ist er denn? Brauchtest du Muni, Totti? Scheint keiner zu Hause zu sein, wa? Ich versuch's mal mit Morsezeichen. Wir sind zu deiner Rettung hier, sollen wir dich mitnehmen? Ja, sehr schön. Draußen ist ein Hubkonzert. Ich finde ihn nicht. Der muss aber da drin sein. Von der Entfernung. Von der Entfernung her, ja. Ne? Der spielt mit uns verstecken. Ja. Wahrscheinlich. Verrückt. Was macht ihr denn? Die liefern sich ein Duell. Ich hab schon wieder vergessen, auf meine Cam umzustellen. Hab wieder keiner gesehen, dass er auf mich geschossen hat. Ach, der feindselige. Wer? Der feindselige Überlebende. So, ich muss doch auch mal kommen. Wo seid ihr denn? Unten im Keller. Er winkt zu den Fremden. Aber reicht das jetzt? 1, 2, 3, 4. Ja, klar, können ja überall zwei rein. Wir haben drei Fahrzeuge. Oder dachte ich bin alleine hier.
gefahren? Zum Glück nicht. Wir freuen uns. Ja. Okay, ich hüpfe bei dir mit rein. Okay. Wo haben Sie das fahren gelernt? Kleiner Scherz. Sind alle mit? Ja, ich glaube, oder? Jan, bist du auch? Ja, ne? Schon sagen, ne? Haben alle an Bord. Topola, ja, auch nicht schlecht. Überall liegen hier Fahrzeuge. Ja. Wem gehören die alle? Mal gucken, ob meins noch da steht. Wenn nicht, gehört eins mir. Keine Ahnung, wer mir das gehört. Totti hat auch mal irgendwann eine Tombola gewonnen. Hat irgendwie, keine Ahnung, 30 Fahrzeuge. Ich hab immer noch. Ich hab gesagt, ich bin der Motorradhändler. Ach, oh. Ach, da sind wir. So. Ob das wohl das Dorf aus den Nachrichten ist? Wir wissen es nicht. Naja. Kann sein. Schick schaut's hier aus. Sieht so aus. Und von der Befestigung her würde ich sagen, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Hallo? Ist hier jemand? Lauter schreien. Hallo? Ist hier jemand? Naja, gut, naja. Na, guck mal, da oben am Turm steht ein Name. Ist das nicht der Name von dem Nachrichtensprecher? Nicht zu fassen, da sind wir hier offensichtlich richtig. Mhm. Ja. Und jetzt? Und nun? Tja. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesen Protagonisten weitergeht, dann abonniert auch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Natürlich freue ich mich auch, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen nach oben. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.